Okay, das Problem ist folgendes. Ihr seht ja hier ein Objektiv. Das Objektiv wird ja auf die Kamera gebunden, wie ihr es seht, oder festgesteckt. Und im letzten Video habe ich vergessen, die Linse sauber zu machen. Ich hoffe, es ist jetzt richtig. Wenn nicht, mir ist aufgefallen, es kann sein, dass eventuell unter dem Glasding, also unter der Linse vorne, ein Problem herrscht. Dann müssen wir mal gucken, dass wir es ganz schnell gefixt bekommen, weil ich liebe dieses Objektiv und ich würde es natürlich gerne öfter benutzen. Allein wegen dem Stabilisator. Aber darum geht es ja heute nicht, Freunde. Wir haben hinter uns was. Seht ihr das hier, Freunde? Das ist ein Lenkrad, ein Porsche-Lenkrad. Dieses Lenkrad habe ich bekommen von einer Firma, die ich letztens getroffen habe. Diese Firma hat etwas Cooles am Start. Sie haben gedacht, ey, pass mal auf, wir machen Folgendes. Du interessierst dich ja für Autos und für Racing-Games. Lass uns doch einen Racing-Simulator in deine Wohnung stellen. Und dann haben die mir ganz viele Pakete geschickt. Also, ihr müsst dazu einen Vlog gucken. Und zwar den Vlog, den ich hier oben verlinkt habe. Dieser Vlog gibt euch erste Informationen, worum es geht. Aber wir fangen einfach mal an, nach und nach auszupacken. Es sind 10 Pakete, insgesamt 74 Kilo. Alter Schwede. Wir haben schon was ausgepackt und das lief ein bisschen seltsam ab, da ich gestern Abend mal geguckt habe, was man mit so einem großen Karton machen kann. Aber wenn wir hier schauen, das ist ein Racing Seat, ja, ein Sitz, den ihr original in ein echtes Auto aufbauen könnt. Und da kann man sich dann reinpflanzen, ja, und dann zocken. Voll geil. Vor allem Racing Games, richtig cool. Also danke an die Firma Fanatec, die mir das hier geschickt hat. Ich glaube, das ist das größte Unboxing überhaupt. Ja, also wir haben jetzt alles hier liegen. Also zum Beispiel verschiedene Halterungen, Shift-Adapter. Wir haben nämlich sogar eine Schaltung und eine Handbremse dabei. Das ist die Firma hier. Fanatec, ich habe euch die unter dem Video mal verlinkt, falls ihr euch das angucken wollt, dann haben wir noch mehr. Und zwar hier das Racing Wheel und dazu das passende Porsche Wheel. Als nächstes die Handbrake im Clubsport. Eine Halterung für den Monitor, ja, die Pedalen nochmal, den Shifter, also die Schaltung. Es gibt, wie gesagt, eine Handbrake, die ist leider noch nicht gekommen. So, das hier ist die Schaltung, Leute. Seht ihr? Das hier ist das Lenkrad, ja, wie man sieht. Und dazu kommen wir später. Aber das ist das Lenkrad. So, für den Kartons, Leute. Wer soll das alles zerreißen? Ich bin ja eigentlich immer jemand, der ein sauberes Arbeitszimmer hat, aber gerade nicht so. So viel Kram, wie hier rumliegt. Ja, vor allem leere Kartons. Ja, machen wir mal weiter. So, wir haben jetzt schon ein paar Sachen ausgepackt, aber wir machen natürlich weiter. Riecht sehr gut. Hier die Monitorhalterung, ja, seht ihr, das sind alles Teile, die wir da gleich festmachen müssen. So, hier haben wir noch die Pedalen, ja. Da gibt es verschiedene Modelle von. Wir haben jetzt die Elite Pedals von Fanatec und die müssen natürlich dann auch rangebaut werden. Fass mal zusammen. Wir haben hier das Porsche-Lenkrad, ja, welches hinten an das System von dem Lenkrad befestigt wird. Hier oben haben wir dann ein Display, wo wir uns, wo dann angezeigt wird, wann wir schalten sollen. Zudem haben wir hier eine Anzeige. Dann gibt es die Handbremse, ja, die wir mal eben rausholen können. Okay, das ist sie, die Handbremse, ja. Gerade natürlich noch nicht so funktionstüchtig, weil die müssen wir natürlich erst mal festmachen. Da gibt es auch hier alles Kabel und so weiter. Und das ist schon sehr geil, weil das alles auch sehr gut verarbeitet ist. Und das wird dann am Sitz hier an der Seite befestigt, was wir dann machen. Und dann könnt ihr hiermit, ja, tatsächlich im Spiel, wenn ihr driften wollt, hochziehen. Und ich freue mich sehr auf eure Comments dazu. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einem weiteren Unboxing und im zweiten Teil von dieser Videoserie. Danke an Fanatec, die mir das alle zuschicken. Ich habe die Jungs mal unter dem Video verlinkt. Das heißt, ihr könnt vorbeischauen und die mal besuchen. Ich kriege kein Geld für das Video oder so, sondern einfach auf Leihgabe, muss ich auch sagen, diesen Simulator, den wir dann hoffentlich in Let's Plays mal nutzen können. Ist ja sehr, sehr geil. In diesem Sinne, tschüss. Hallo Leute, wenn wir jetzt gleich essen, ich habe mir noch gedacht, vorher gibt es noch ein schönes Outtake. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da für dieses coole Unboxing. Vielen Dank und ich sage jetzt einfach mal tschüss.
Ja, und dann habe ich das angeschlossen für die Alarm.